Sabria, Peft, also knapp an der Brücke vorbei. Peft top. Wenn sie geht, kann ich vielleicht hier reingehen und sie ordnen. Ja, kann ich. Mach das, weil mein Bart zuerst hier ist. Sieht Turbo-Troll aus, ich weiß, aber mein Bart ist gleich da. Sieht Turbo-Troll aus, aber ich will sie einfach nur baiten, weil mein Bart move hat und der Rakan Topset ist. Man muss dazu sagen, ihr Flash war auch maximal disgusting. Okay. Und wenn er jetzt einen Stun trifft, können wir das hier spielen. Oh, er ist so wütend. Ja, aber nicht besser bin. Ja. Ja, kein E mehr. Den Ultra nehme ich. Und ich kann, dass er Exos spielt. Oh, da war sie beide Sams raus für Ghost. Okay. Ist natürlich ein dummer Tod, aber whatever. Stark von ihr, mich nicht zu treffen. Yep, 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 yep. Ich bin besser. Kurz vorm ohnmächtig werden mit meinem Puls, sage ich, wie es ist. Bin alt. Gott, meine Augen. Ich habe Panther nur gedacht, so bin ich von mir. Es war zwar ein Overchase, aber an sich spielt es einfach mechanisch schlecht. Hier jetzt an den Rakan ranzulaufen ist terrible, damit er mich ultien kann, obwohl er kein W hat. Und dann guckt auf mein E, ich habe einfach jetzt E ab und nutze es nicht, um Rakan W zu dodgen. Ansonsten kriege ich mindestens nieder und überlebe. Das Schelm ist so dumm. Diese Damage Reduction ist so stupid. Oder auf Nidalee gucken können. Ach Mann, ich bin so disgusting. Die letzten beiden Tode waren so schlecht, weil ich da einfach nur nicht sterbe. Es ist ja ein bisschen unlike, dass sie instant ultet, die Saya, während ich ulti, aber dann soll ich danach einfach nicht mehr hinterhergehen. Super schlecht von mir. Ich aber nicht tot bin, ist 100% Finish, das Game ist durch. Warum? Warum kann man seinen Call nicht stoppen da? Warum? Also warum mussten wir da Nash finishen? Können wir nicht einfach auf die Nash scheißen? Das ist keine Option gewesen. Wenn es so offensichtlich Int ist. Schlechtes Movement. Ich muss vom Panther wegkiten. Ich muss hier hinkiten. Plus ich habe zu früh Auto-Attacked, obwohl ich nicht die Auto-Attacked hatte. Boah, ich werde so durchgetragen, das Game. Ich sollte das Game um ihn nein, aber ich werde einfach nur getragen. Ich mache gar nichts. So, ugly mechanically, was ich hier mache. Nicht widerlich. Passiert, aber es ist für ein Fight. Sides have actually insane von der Kill, what? Ja, crazy gut. Und dann fängt sich das.
Idee. Hätte ich auch mal tragen lassen. Ich hatte ein paar gute Aktionen, Early Game mit Late Game. Ich habe so dumme Tote einfach dieses Game. All von meinen Toten könnte ich echt einfach das Kotzen kriegen. Yeah, wir sind der Master. Ich habe sogar Most Damage gemacht. Dein Anschauen des kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Morgen ist wieder ein SV-Game. Wieder mal gegen einen Scripter. Auf ganz süß, was ganz Neues. Und wir machen heute eine Duo First Try Win Challenge. Während dieses Video online ist, sind wir auch, also wenn das Video online kommt, sind wir auch gerade live auf Twitch. Wie sonst auch jeden Tag, aber diesmal mit einer First Try Win Challenge, wo wir unter anderem Mario Kart spielen, dann into Arams gehen, dann into einen Aram gehen, dann danach Velo spielen und dann als letztes ein LoL Back-to-Back schaffen müssen. Alles First Try nacheinander. Mache ich mit meinem Mitbewohner Ben zusammen. Also ja, checkt das gerne aus und bis morgen. Kuss, kuss. Ich glaube, es ist einer scripted. Ja, ich glaube, es ist Liebe.